und unter Wasser. Wir können unter Wasser atmen, wir können zwar noch nicht richtig springen, aber wunderbar, wir kommen drüber gut. Oh Gott, jetzt muss ich... Ich weiß nicht mehr genau, wie ich jetzt das machen muss. Wo ich rein muss, wie ich springen muss. Aber man sieht Stacheln. Stacheln, ja, Stacheln. Stacheln sind böse. Ich weiß... Oh Gott, noch mehr Stacheln. Rüber, so. Okay, da muss ich... Anscheinend war das falsch, denn ich komme wieder zurück. Okay. Immerhin muss ich nicht ganz von vorne machen. Nach links, gut, und unten, unten, unten. Wunderbar. Jellyfish, Quallen, diesmal unter Wasser. So viele, was soll das denn? Mhm. Na toll. Ah, ich will mich nicht von euch treffen lassen, aber ich habe irgendwie nichts mit hoher Reichweite. Bubbles. Okay, die Bubbles haben eine... Naja, die Reichweite ist jetzt auch nicht so hoch. Das ist aber doof. Das ist irgendwie sehr doof gerade. Mal sehen, ich habe noch eine Rakete. Immerhin eine getroffen, gut. Feuerball, dann kann ich euch damit unten damit fertig machen. So. Und was mache ich jetzt mit euch? Das Schwert erreicht euch nicht, nee. Der Polarstern sowieso nicht auf Level 1. Raketen habe ich keine, Feuerball nicht, das nicht. Na gut, dann rüste ich das Schwert aus und gehe auf gut Glück rein. Way. Oh, da ist noch einer. Gut. Ich will... Nein, ich will nicht dahin. Egal. Ich will dahin und jetzt hoch. Nein, nein. Okay, ich muss mich jetzt leider umbringen, denn da wollte ich rein. Sorry, Leute. Da muss ich rein. Sonst hat es keinen Zweck, wenn ich... Da muss ich mit Curly rein. Es hat keinen Zweck, wenn ich die weiter mit mir rumtrage. Okay. Noch einmal. Diesmal sterbe ich nicht, bevor ich da reingehe. Und diesmal schaffe ich es auch. Mistvieh. So. Schon wieder. Ich muss mir gerade ziemlich abgewöhnen, so zu sagen. Denn irgendwie, ich habe das jetzt, was weiß ich, wie oft gesagt, immer so, so, und jetzt mache ich das. Und so, jetzt mache ich das. Und so, jetzt mache ich das. Und ich glaube, das fällt ein wenig auf und nervt. Das sage ich nicht so. Ich wollte es gerade schon wieder fast sagen. Ja. Du Grammatik? Nee, du nix Grammatik. Ich wollte es fast schon wieder sagen. Das wollte ich sagen. Also, ja. Ihr wisst, was ich sagen wollte, hoffe ich. Ja, King hilft uns und wir haben nur noch 6 Leben. Das ist doof, diesmal kriege ich nicht so viele Herzen. Das heißt, ich muss gleich auch bei den Stacheln aufpassen, darf nicht da dumm blind reinspringen. So, springen wir mal in die Stacheln. Wird schon nichts passieren. Ein Leben, mein Leben. Und ich will das Leben haben, ich habe es, jawohl. Aber das hilft uns immer noch nichts. Wir haben immer noch 8 und die Stacheln ziehen 10 ab. Das heißt, was soll's, egal. Spring. Und spring nochmal. Und ganz vorsichtig. So. Das war dumm. Das war sehr, sehr dumm. Noch einmal. Ich will es bis zu der Hütte schaffen. Zu dieser, beziehungsweise dieser Tür da unten. Da, wo wir gerade waren, wo ich nicht hingekommen bin, weil ich zu doof war. Da will ich hin. Wenn ich das geschafft habe, ich glaube, da ist ein Speicherpunkt drin, dann speichere ich und dann mache ich einen Schnitt, aber vorher nicht. Na, wahrscheinlich schaffe ich es jetzt sowieso nicht bis da hinten. Dann habe ich gleich irgendwie eine Stunde, wo ich hier in diesem Wasserweg rumhocke. Und dann sage ich, muss ich doch schneiden. Und dann muss ich doch schneiden, ja. Genau wie ich es gesagt habe, egal. Aber bis dahin dauert es ja noch ein bisschen. Wir sind gerade mal bei 24 Minuten dieser Aufnahme. Das heißt, alles ist noch im grünen Bereich. Wäre natürlich schön, wenn ich es jetzt so nach einer halben Stunde geschafft hätte. Also mit 30 Minuten so an der Marke. Aber selbst wenn nicht, ist jetzt egal. Wir haben den Korb besiegt. Ich bin happy. Ich bin glücklich. Ich freue mich. Weil ich komme weiter. Also, ja, man sieht, wie ich weiterkomme. Ich habe jetzt schon mehrmals den Wasserweg wieder gestartet. Aber es ist nichts, wo ich so eine Frustration kriege wie bei dem Kern. Denn der war echt... Bah. Ihr habt ihn gesehen. Ihr wisst, warum ich sage... Bah. Nee. Stacheln. Ich mag keine Stacheln. Die wollen mich alle töten. Ich weiß nicht. Ich habe denen überhaupt nichts getan. Ich habe noch nie einen Stachel verletzt. Ich habe keinen Stachel getötet. Und trotzdem wollen sie mich töten. Ich kann sie nicht mal töten. Ich kann sie nicht verletzen. Das sind echt so widerwärtige Lebewesen. Das ist einfach unglaublich. Aber wir sind unter Wasser. Unterwasserfeuerbälle. Ich kann sie auch nicht mit Unterwasserfeuerbällen besiegen. Denn, wie unlogisch. Stacheln besiegen unter Wasser mit Feuerbällen. Aber ich kann drüber springen. Das ist immerhin ein guter Vorteil von Stacheln. Sie bewegen sich nicht.
Sie stehen mir, gut, sie stehen mir doch im Weg, aber nicht so sehr wie gewisse Endgegner. Nein, das war falsch, egal. Hier komme ich ja direkt zurück. Mach das nicht so viel. Nach links. Geh nach. Hallo. Würdest du bitte nach links gehen? Wir wollen schließlich dem Doktor noch einen Besuch abstatten. Geh. Ey, komm schon. Moment, ich muss springen. Wenn ich springe, dann. Jawohl, wenn ich springe, dann schaffe ich es. Und du bleibst unten. Nicht springen und. So. Oho. Okay, diesmal habe ich aber eine Geheimwaffe. Ich habe King. Und King macht die voll fertig, ey. Also was von. Wow, das hätte mich fast in die Stacheln geschwemmt. Das wäre schlecht gewesen. King, der Level Down, egal. Ich habe noch 7 Leben. Moment. Ich muss nach oben. Strömung, hilf mir mal. Hallo. Ich will da hoch. Nein, ich will nicht wieder da runter. Dankeschön. Komm. Geh jetzt da lang, danke. Nicht in die Stacheln. Okay. Diesmal. So. Jawohl, ich stehe hier. Ich kann hoch. Ich hab's geschafft, ja. Die Fledermaus tötet uns auch nicht. Ich glaube, sie hätte uns mit einem Schlag besiegt, denn ich habe nur noch 2 Leben. Ah, ein Speicherpunkt. Gut. Und ein Bett. Das ist noch viel besser als der Speicherpunkt. Denn in dem Bett kann ich schlafen. Ja. Punkt, Punkt, Punkt. Und wir haben Curly da abgelegt. Okay. Aha. Sie bewegt sich nicht, aber es sieht aus, als wäre sie noch am Leben. Gut. Was haben wir denn hier im Bücherregal? Finde nichts Interessantes. Okay, und in diesem? Ah, ein Notizbuch, das in Staub, das eine Staubschicht hat. Mal gucken. Inventar. Habe ich das jetzt aufgesammelt? Genau, hier ist Curlys Lufttank. Ah, aber ich habe das Buch nicht aufgesammelt. Ah, ich will das Buch aufsammeln. Manno. Mal sehen. Wörter erhellen den Bildschirm. Du weißt, ich, Moment. Okay, du weißt, dass ich oft das aufschreibe, was ich in diesem Notizbuch gelernt habe. Hä? Was? Ja, ich habe das Notizbuch doch schon gefunden. Ja, na toll. Jetzt kann ich es öffnen, wo ich das auf dem Bildschirm gelesen habe, aber vorher nicht, ne? Okay. An der Oberfläche entwickelte Roboter haben Limitationen, was ihre Operation unter Wasser betrifft. Wenn sie zu lange unter Wasser bleiben, dann wird ihr System automatisch heruntergefahren, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Das folgende ist eine Beschreibung der richtigen Methode, um einen gefluteten Roboter wieder lauffähig zu machen. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, wir haben gelernt, wie man geflutete Roboter wieder reparieren. Wenn ein Roboter wieder getrocknet wurde, wie nach den vorher beschriebenen Methoden, wird das System sich automatisch wiederherstellen. Gut, das bringt zwar eigentlich nichts, weil wir hier in einer kleinen Höhle sind, fernab von irgendwo, wo man durchs Wasser muss, um wegzukommen, aber egal. Ja, wir wollen das Wasser aus Curly rausholen. Okay, es passiert nichts. Ah, jetzt. Curly, wach auf. Ich kann mich nicht bewegen. Oh. Du lebst. Oh, ich bin so glücklich. Ich bin so froh. Ich dachte nicht, dass wir es schaffen würden. Als du das heißt unconscious nochmal. Mir liegt's auf der Zunge. Genau, ohnmächtig. Als du ohnmächtig geworden bist, wusste ich mir nicht anders zu helfen. Sieht aus, als würde mein Lufttank nur so funktionieren. Nein, nicht nur so. Hätte mein Lufttank so funktioniert, wie ich es gehofft hatte. Sie ist eingeschlafen. Ja. Sieht so. Moment, was? Nein. Moment. Will ich sie mitnehmen? Ich weiß nicht, ob ich sie mitnehmen will. Ich bete für deinen Sieg. Wer war das? War das Kazuma? Ich weiß nicht, ob ich sie mitnehmen will. Ich wollte eigentlich nur wissen, was da vorher stand, weil ich das nicht richtig gelesen habe, aber egal. Ich speichere mal und dann sind wir jetzt eigentlich ziemlich genau bei 30 Minuten. Deswegen mache ich einfach mal einen Schnitt. Bis gleich, Leute!